Kartenaxt. Oh mein Gott. Was gibt das hier so Geiles? Ne, ich nehme mir die hier. Das Beil. Komm. Da vorne ist unser Ziel. Ups. Es ist immer so schön, wie die Leute aus der Gegend aufpoppen oder ploppen. Dann nach und nach erst sichtbar werden. Ja, daran sieht man auch, dass es noch eine schlecht angepasste Portierung ist. Oder dass es auch auf schwacher Hardware eigentlich läuft. Komm. Wir müssen laufen. Ich habe noch immer 11.000. Das ist heftig. So. Erinnerung beginnen. Die Wahrheit. Oder ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist. Aveline, welch freudige Überraschung. Verlief deine Reise sicher? Sicherheit? Ha! Das ist doch nur eine Utopie. Aveline, geht es dir gut? Du musst nicht länger die Mutter spielen, Company Man. Ich kenne nun deine wahre Identität. Oh, Aveline, sei nicht so böse. Glaubst du etwa, dass ich nicht wüsste, was du tust, wenn du des Nachts aus dem Fenster... und über die Dächer kletterst? Wie du deinem Vater die zierliche Tochter vorspielst? Wie du dich ausgerechnet unter Sklaven mischst, selbst das noch? Als könntest du deine wahre Natur vor mir verbergen. Meine liebe, süße Stieftochter. Du lebst nur deshalb noch, weil ich dich brauchte. Weil ich dich immer noch brauche. Wofür? Setz dich. Stehen geblieben. Flüchten? Wohin denn? Dafür ist es zu spät, meinst du nicht? Meine Männer werden dich töten. Was bleibt denn noch von deiner kleinen Bruderschaft? Lasst nur. Sieh uns an. Traurig. Wie viele Jahre arbeiteten wir zusammen für die Sklaven? Du unterdrücktest sie. Nach deinen Regeln. Du dachtest nur an deinen Profit. Du hast es beendet. So wie ich wollte. Monsieur de Ferrer jedoch hatte anderes im Sinn. Er machte meine friedliche Kolonie zu einem Zuchthaus. Du musstest ihn töten. Dafür danke ich dir. Ich glaube dir nicht. Aveline, ich liebe dich. Wie meine eigene Tochter. Ich kann keine Kinder kriegen, doch du brachtest Licht in mein Leben. Mein ganzes Leben belogst du mich. Es tut mir leid. Es war notwendig. Als Mutter musste ich dich schützen. Sieh mich nun an im Licht der Wahrheit. Du weißt, wie es ist, ein geheimes Leben zu führen, deine Macht mit Frauenkleidern zu verhüllen, Männern gehorsam vorzugaukeln, die deine wahren Fähigkeiten nicht dulden wollen. Bin ich dir denn tatsächlich so fremd? Ich brauchte dich, um die Gewalttäter in meiner Organisation zu vernichten. Ich brauche dich noch immer. Die Assassinen dürfen dein Talent nicht vergeuden. Dafür bist du mir zu wertvoll. Als Werkzeug zur Manipulation? Ich weiß, du bist frustriert. Agathe. Ich widersetzte mich. Ansonsten wäre der Ferrer nämlich noch am Leben. Siehst du? Wir wollen dasselbe. Gemeinsam, Aveline. Bringen wir es zu Ende. Schieß sie ab.
schieß sie ab. Sie hat es nicht verdient, weiterzuleben. Als Company Man. Nach der Konfrontation mit dem Company Man. Niemand anders als Madeleine Lissi, ihre geliebte Mutter, fühlt Evelyn sich verloren. Der Lehrling kehrt zurück. Warum? Agathe, welchen Nutzen hat der alte Agathe noch für dich? Ich habe die Identität des Company Man aufgedeckt. Was? Das machen wir jetzt natürlich. Hast du ihn nicht für Jahre getötet? Das war nicht der Company Man. Du wolltest ja nicht hören. Jetzt erkennst du den Fehler. Du trägst die Verantwortung dafür ebenso wie ich, Agathe. Ich war ein Kind, als ich mich der Bruderschaft anschloss und du mich zur Assassinin machtest. Du gabst vor, mich zu schützen, den Feind auszumerzen. Und die ganze Zeit war meine Stiefmutter Madeleine der Company Man. Die Boshaftigkeit liegt in der Familie. Agathe, halt! Komm wieder zu Sinnen! Nein! Was? Das kann nicht sein! Soll ich jetzt töten? Agathe! Was hast du mir angetan? Der Orden ist die Zukunft. Wer? Ich kenne es gut. Was habe ich denn? Was ist denn jetzt los? Aber du. Gewissen. Agathe! Halt! Der Tag, an dem die Seeleute dich angriffen. Ich hätte nicht einschreiten sollen. So geht's ich auch. Ich dachte, du hättest die Seele eines Kriegers, wie deine Mutter. Doch du schlägst nur nach deinem Vater, diesem bleichen Sklaventreiber. Dazu hast du kein Recht! Unsere Ziele können so verschieden nicht sein. Wir haben doch erkannt, was wir machen. Nein, das ist Illusion. Ich möchte ihn aber eigentlich nicht töten. Eine vergiftete Täuschung. Nicht mehr. Dann öffne die Augen. Ich würde sagen... Agathe, so muss es doch nicht enden!
Die Stücke der Scheibe aus Chichen Itza. Hilf mir doch. Sag mir, was sie bedeuten. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, was ihr macht. Ich sagte, du sollst nie davon sprechen. Das Wissen wird uns alle vernichten. Und ohne es, worauf stolpern wir dann blindlings durchs Dunkel zu? Nicht darauf zu. Fort davon. Denke nicht mehr daran. Was passiert gerade? Ich hab den Mentor, Faden irgendwie zwing mich nicht dazu. Muss ich der Agathe, sagen. Der mich trainierte, ist mutig und ehrlich. Ich weiß, noch lebt er in dir. Lass ihn wieder raus. Was habe ich getan? Ich hätte bei deiner Mutter bleiben sollen. Dann wärst du mein Kind gewesen. Meine Tochter. Und nicht ein solches Monster. Geh jetzt, Agathe. Lauf und schwöre, nie wiederzukommen. Soll ich den langsamen Tod eines Feiglings sterben? Wie dieser Ujoa? Mit dieser Schmach lebe ich nicht. Ich... Agathe! Nein! Gelaufen. Nicht geschafft. Egal. Weitermachen. Ich möchte jetzt die letzte Sequenz fertig machen. Ja, jetzt habe ich vergessen vorzulesen. Egal. Kann ja jemand auf Stopp drücken, dem das interessiert. Und die Scheibe? Dann weitermachen. Was ist denn das jetzt? Schwörst du, die Grundsätze unseres Ordens zu befolgen und all das, wofür wir stehen? Ich schwöre. Unsere Geheimnisse zu hüten und die wahre Natur unseres Schaffens nicht preiszugeben? Ich schwöre. Und das von nun an bis in den Tod, was es auch koste? Ich schwöre. Dann heiße ich dich bei uns willkommen, Schwester. Gemeinsam läuten wir den Beginn einer neuen Welt ein. Einer Welt, in der wir mit all unserer Kraft dafür sorgen werden, dass alles den richtigen Platz findet. Meine Tochter, du bist nun eine von uns. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Sind jetzt eine Templerin. Das kann doch gar nicht wahr sein.